Mein heutiger Gast ist Helene Fischer, die im Moment mit ihrer gefeierten Rauschtour unterwegs ist. Es war so ein schönes, offenes und interessantes Gespräch, zu dem ich Sie herzlich einlade. Selbst wenn jemand von Ihnen noch nie ein Helene Fischer-Konzert besucht hat, hat bestimmt schon mal Aufnahmen gesehen oder Ausschnitte. Und da ist diese besondere Beziehung von ihr zu ihrem Publikum zu spüren. Das ist einfach ein Austausch, der ist nicht zu vergleichen. Das ist, jeden Abend stehe ich da auf der Bühne und bin so erfüllt und schaue da in die Menge und kriege da irrsinnig viel zurück. Ich gebe natürlich auch gerne viel, aber es ist wirklich sehr, sehr intensiv, wie sie mich anschauen, wie sie strahlen und wie froh sie einfach sind, dass dieser Abend so stattfindet. Und in dem Moment sauge ich das wirklich auf und versuche, alles, was ich geben kann, zurückzugeben. Und das ist in der Tat, ja, es ist sehr wertschätzend gegenseitig geworden, ja. Warum sie noch empfindsamer geworden ist und sich auf der Bühne und auch zusammen mit ihrem Team manchmal wie in einer Liebesblase fühlt und warum sie Herausforderungen liebt, aber nie leichtsinnig ist, darüber sprechen wir in diesem Podcast. Herzlich willkommen, Helene Fischer. Dankeschön, hallo liebe Silvia. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, weil das ist wahrscheinlich im Moment in der Rauschtour auch ganz schön getaktet. Aber die Fans sind natürlich froh, dich auch mal zu hören, obwohl du, glaube ich, lieber auf der Bühne stehst, als Interviews zu geben. Definitiv, da bin ich ja zu Hause und das ist auch eine große Ausnahme. Tatsächlich, ihr seid ja der einzige Sender, mit dem ich überhaupt ein Interview führe. Aber wir haben uns gedacht, FFH das erste Mal, ja, das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Also ich freue mich sehr drauf, danke. Du suchst dir schon deine Menschen aus, mit denen du Interviews führst. Ja, also ich muss wirklich sagen, ich gebe so gut wie gar keine Interviews. Bei Radio mache ich da schon eine Ausnahme. Ihr spielt immerhin die Musik, ansonsten sind die Medien. Ja, also habe ich mich einfach peu à peu in den letzten Jahren davon verabschiedet und da suche ich mir wirklich nur die Menschen aus, die ich selber interessant finde, mit denen zu sprechen. Und naja, heute, wie gesagt, mache ich eine Ausnahme fürs Radio, ja. Du bist ja in Wörstadt aufgewachsen, aber natürlich hast du zu Frankfurt, überhaupt zu Hessen oder wahrscheinlich eher dann doch zu Frankfurt, hast du ja eine besondere Beziehung, weil ja hier auch die Schule war, wo du draufgegangen bist. Also tatsächlich habe ich in Frankfurt eine Musicalschule besucht und habe hier 3 Jahre lang studiert, Musical studiert. Und ja, das war so der Grundstein, den ich mir damals gelegt habe für all das, was ich heute mache. Also ich, ja, die Shows, wie man vielleicht auch gesehen hat oder auch schon mal gehört hat, also die sind ja mit Tanz, Akrobatik, Gesang, da ist ja alles vereint, also ja. Das volle Entertainment-Programm. Und da wurde damals definitiv für mich schon so die Basis gelegt und das war sehr wichtig für mich, muss ich sagen. Also ich habe da viel gelernt, habe viel mitgenommen. Natürlich kam dann in der Praxis viel, viel mehr dazu. Aber das war sehr wichtig damals auf jeden Fall schon, die Grundlagen zu lernen, ja. Also ich finde dich schon sehr mutig, weil du bist da mit 16 Jahren zu der Aufnahmeprüfung gegangen und konntest nicht mal Noten lesen, ja. Ich habe damals einfach aus dem Bauch heraus gesungen und das war natürlich irgendwo auch Grundvoraussetzung, um überhaupt zu bestehen. Aber ich glaube, man hat da irgendwie ein Talent entdeckt und ich habe mich da so durchgemogelt. Ich habe tatsächlich nach Gefühl bin ich den Noten gefolgt und habe auch irgendwie diese Arie gesungen. Wahrscheinlich eher schlecht als recht, aber man hat zumindest gehört, ah ja, da ist Potenzial in der Stimme und ich durfte ja dann auch noch was anderes singen und dann hat man schon gemerkt, okay, das können wir ihr ja beibringen und das war natürlich auch Ziel, dass man logischerweise danach auch Noten lesen konnte, also das war jetzt, glaube ich, nicht ausschlaggebend, dass ich die Prüfung bestanden habe. Also eigentlich war das eine schöne, naive Rangehensweise, aber es hat mir auch geholfen, irgendwo nicht zu verkopft dran zu gehen. Ah. Und ich war sehr frei bei der Aufnahmeprüfung und habe die auch tatsächlich sehr easy bestanden. Ja. Sensationell. Aber das denke ich mir oft, das merke ich auch so. Ich bin dann manchmal so, wenn ich so junge Menschen sehe, diese Naivität, mit der man an Dinge rangehen, auch an kreative Dinge, das verliert man halt im Laufe der Zeit schon ein bisschen. Naja, natürlich kommen da so viele Faktoren zusammen, dass man einfach Erwartungen erfüllen muss und am besten macht man sich tatsächlich davon frei und das haben Kinder oder Jugendliche, die haben sich das noch bewahrt, da geht man einfach ran und traut sich einfach und das haben wir Erwachsenen so ein bisschen manchmal verloren, wobei das bei mir tatsächlich immer noch sehr tief schlummert und mir das auch tatsächlich immer weiterhilft, um Shows zu kreieren, die vor denen ich dann auch nicht Halt mache, also vor gewissen Herausforderungen, die lege ich mir selber immer gerne und
gehe da auch tatsächlich immer wieder mit einem frischen und wachsamen Auge ran. Und so jetzt auch diesmal wieder mit neuer Akrobatik, an die ich mich herangewagt habe, von der ich vorher auch nicht wusste, dass es mich so herausfordern wird. Ja. Also ja. Ich sage nur Stichwort Trapez. Ja, genau. Ist denn alles wieder gut bei dir mit der Verletzung? Ja, alles gut, um Gottes Willen. Das ist ja auch, alle, die mich dann jetzt auch live auf der Bühne erleben, die sehen ja auch, mir geht's wieder gut und es ist alles in Ordnung. Aber dass ich mich zweimal verletzt habe an dieser Disziplin, sage ich jetzt mal, ist schon auch für mich außergewöhnlich. Das erste Mal in meiner Karriere, aber es hat mich irgendwo auch dann nur noch bestärkt, weiterhin trotzdem an mir zu arbeiten, an mich zu glauben und da nicht aufzugeben. Und dann trotzdem ist das Trapez nach wie vor in der Show und wir haben es ein bisschen abgeändert, dass es nicht mehr ganz so gefährlich für mich ist. Aber ich wollte das ja so. Ich wollte ja auch da wieder eine neue Maßstäbe irgendwo setzen, auch für mich. Also ich mache das wirklich aus ganz, ganz purer Leidenschaft. Und dass es nun mal passiert ist, das war nicht schön, aber die Fans waren auch wirklich, wie du richtig sagst, die waren so mit dem Herzen dabei und haben mir eigentlich alle nur das Beste gewünscht. Und natürlich weiß ich auch, dass sich viele, dass viele diese Akrobatik da auch vielleicht gar nicht brauchen. Auf der anderen Seite hätte ich das vor vielen Jahren nicht angefangen, hätten sich meine Shows nicht so entwickelt, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht die, die ich heute bin. Also es gehört auch irgendwo zu mir, ja. Und ein bisschen dieser Adrenalinkick, den ich selber auch immer ein bisschen brauche, der hat jetzt leider dazu geführt, dass ich da so ein bisschen mir auch selber eingestehen musste, okay, ja gut, das war vielleicht jetzt vor allem für das Pensum, was ich dieses Mal einfach habe, vielleicht ein bisschen zu viel. Aber hey, man lernt nie aus. Ja. Herausforderungen sind natürlich auch für das Fortkommen manchmal wichtig, ne? Und du bist ja jemand, so wie ich jetzt, was ich gelesen habe, du gehst ja jetzt nicht unnötige Risiken ein. Also da bist das nur, dass man das vielleicht weiß. Also du bist schon jetzt nicht gedankenlos in dem, was du tust. Nein, um Gottes Willen. Ich habe ja auch ein wirklich achtsames Team hinter mir. Ich habe die besten Trainer gehabt. Ich habe mit den Trainern aus Montreal zusammengearbeitet, die Cirque du Soleil eben auch die Shows kreieren. Also es war jetzt nichts, was wir leichtsinnig angegangen sind. Aber es sind trotzdem Dinge dabei, die bei der Akrobatik, die auch jedem Artisten auf der Welt passieren können. Und ja. Das ist ein kleiner Moment, wo du einfach menschliche Fehler dann doch vielleicht machst, und das haben wir alle nicht absehen können, dass mir das passiert. Wir haben an viele andere Dinge gedacht, die passieren könnten. Deswegen haben wir auch alles sicher gemacht. Also wir haben unten eine Matte und so. Das sind ja alles so Dinge, die wenn ich jetzt fallen würde, würde ich jetzt nicht auf einen harten Boden knallen. Mhm. Aber dass ich natürlich mir selber sozusagen im Weg stehen könnte, an die Stange zu springen, das da hast haben wir du alle dran nicht gedacht. Ja. Naja, nee. Egal, aber ich meine, das ist ja, du bist ja eine Optimistin von deinem Wesen her. Und da gibt es ja auch immer mal, wer weiß, für was es gut war. Ne? Also vielleicht bist du jetzt einfach, es hat irgendwas gebracht. Also entweder bist du in mancherlei Hinsicht vorsichtiger und ja, also ne? Es ist ja nicht so Schlimmes passiert. Nein, es ist alles passiert ja nicht ohne Grund. Und das sind tatsächlich, ich habe da trotzdem Schutzengel gehabt und das ist nur eine Platzwunde gewesen. Und alles gut. Also mir geht's, wie gesagt, blendend und ich habe weiterhin Spaß und es hat mich nicht eingeschränkt in meiner Denkweise, sondern es war einfach nur ein kleines Zeichen von oben. Pass auf. Genieß doch jetzt mal die letzten Shows. Ja, genau. Und du hast ja deine Fans schon angesprochen. Also was wirklich unglaublich ist diese energetische, also es ist ja fast schon Wärme, ich würde fast schon so auch liebevolle Gefühle, die dir von deinem Publikum entgegenkommen. War das von Anfang an so oder ist es so, weil ihr euch einfach mit den Jahren kennengelernt habe? Also natürlich hat sich das entwickelt. Ne? Also ich habe hier Abend für Abend spiele ich in den wunderschönsten Arenen, die Deutschland, Österreich, Schweiz und so zu bieten hat. Und auch jetzt in Frankfurt werde ich dann quasi fast schon wie in meiner Heimat spielen. Und das hat sich natürlich über die Jahre mit den Fans aufgebaut und entwickelt, und viele besuchen mich natürlich auch immer wieder. Manche sind sogar fast bei allen Shows dabei. Das ist wow. Wirklich eine Fanliebe, die fast schon in die Extreme geht. Aber ich bin einfach sehr, sehr dankbar, weil es ist nicht
man, also das Wort Fan kommt ja von fanatisch, aber so empfinde ich das gar nicht, sondern sie haben dann einfach für sich selbst beschlossen, okay, das ist das Jahr, wo wir all unser Erspartes auch irgendwo mit Helene teilen, und da gibt es dann auch keinen Urlaub, sondern das ist mein Urlaub, den ich bei Helene beim Konzert, so haben sie es mir zumindest gesagt, ja, wo wir einfach abschalten, wo wir komplett unsere Seele baumeln lassen können und wo wir uns auch irgendwo energetisch bei dir und an uns selbst bedienen. Und das ist einfach ein Austausch, der ist nicht zu vergleichen. Das ist, jeden Abend stehe ich da auf der Bühne und bin so erfüllt und schaue da in die Menge und kriege da irrsinnig viel zurück. Ich gebe natürlich auch gerne viel, aber es ist wirklich sehr, sehr intensiv und es macht total Spaß. Also ich bin nach wie vor, das ist jetzt hier, ja, wir sind schon fast am Ende der Tour angekommen und ich will gar nicht, dass es aufhört, weil das sind fast 70 Konzerte, die wir gespielt haben. Es fühlt sich aber null danach an. 70 Konzerte, das ist einfach Wahnsinn, ja. Aber da hat sich doch wahrscheinlich, kein Abend ist ja so wie der andere. Wie würdest du beschreiben, ja, genau, wie ist das jetzt, was ist anders geworden? Ich meine, ich glaube, man wird ja auch immer, vielleicht war auch eine der allerersten Shows die beste, ich weiß es nicht. Nein, das ist, also tatsächlich ist kein Abend wie der andere, und auch wenn man 5 Konzerte in einer Stadt spielt, ist vermeintlich jeden Tag das Gleiche, ist es aber nicht. Also natürlich hat man auch seine eigenen Gedanken und die, kein Tag, also man wacht auf und ist mal energiegeladener und davor sagt man, wow, heute habe ich mir ein bisschen schwer getan. Aber der Moment, wo ich auf die Bühne gehe, ist tatsächlich, da passiert etwas, da legt sich bei mir irgendwo auch der Schalter um und ich bin so da. Und ich muss sagen, ich glaube, nach der Pandemie oder überhaupt in der Zeit, in der ich auch selber nicht auf der Bühne war, das sind ja immerhin jetzt auch schon 5 Jahre, ist man irgendwie auch empfänglicher, dankbarer. Ich meine, ich bin auch in einer neuen Rolle jetzt auf der Bühne irgendwo. Ich bin zwar Künstlerin, aber mit meinem Herzen, ich bin eine andere Frau auch irgendwo auf der Bühne. Ich bin reifer geworden. Ich sehe Dinge anders. Ich spüre auch gefühlt mehr. Das ist wirklich verrückt. Also ich gehe da mit offenen Armen auf die Bühne und genauso fühlt sich das für mich an. Also es ist unglaublich sensibel und intensiv, alles zugleich. Also manchmal es sind so überwältigende Gefühle und dann verlasse ich die Bühne und denke, wow, was für ein wunderschöner Abend wieder mal. Ja, ich glaube, das, was du für dich als Künstlerin beschreibst, das haben uns auch ganz viele Menschen so wiedergespiegelt, jetzt, die auch wieder zu Konzerten gehen können. Dass diese Zeit, Corona hat uns, glaube ich, auch allen, vielleicht hat sie uns alle so ein bisschen empfänglicher gemacht. Also, dass wir einfach wissen, was wir so verlieren können. Ja, das habe ich auch das Gefühl. Also die Leute sind unglaublich da einfach. Also es ist so, also wie sie mich anschauen, wie sie strahlen und wie froh sie einfach sind, dass dieser Abend so stattfindet. Und in dem Moment sauge ich das wirklich auf und versuche alles, was ich geben kann, zurückzugeben. Und das ist in der Tat, ja, es ist sehr wertschätzend gegenseitig geworden, ja. Sie sind da, sie sind ganz bei dir, habe ich das Gefühl, aber sie sind halt auch, also sie sind ganz bei deinen Liedern. Die singen dann aus vollem Hals mit und wahrscheinlich hat jeder von ihnen so die kleine Geschichte dazu, zu dem Song über Freundschaft, Liebe, Liebeskummer. Mhm. Das merkt man sehr deutlich. Absolut. Also ich bin schon tatsächlich auch bei der Auswahl der Songs immer sehr darauf bedacht, dass ich versuche, Themen anzusprechen, wo sich jeder auch so ein bisschen wiederfinden kann. Bei dem jetzigen Album war es tatsächlich so, dass ich sehr viele meine eigenen Lieder, also meine eigenen Geschichten, so wollte ich es eigentlich sagen, besungen habe. Also auch meine eigenen Erfahrungen fließen damit ein. Ich habe auch Dinge verarbeitet, in meiner Vergangenheit und in meinen Gedanken gekramt und habe sie offengelegt. Also es ist auch von mir jetzt, es ist so ein neuer Schritt gewesen, mich da auch hingehend so ein bisschen zu öffnen und auch die Fans da mehr in mein Leben reinzulassen, zumindest musikalisch gesehen. Ja. Und also ich finde auch, dass man ganz klar merkt, dass jeder seine Story dahinter hat. Und das, oder auch, dass es dann zum Beispiel, wenn sie das Lied hören und vielleicht vorher gar nicht so gar keine Verbindung dazu hatten, sie dann aber mit dem Konzert oder mit dem Erlebnis, mit der Person,
wo sie da sind, dann auf jeden Fall so ihre Erinnerungen schaffen. Und das ist wahnsinnig schön zu sehen, ja. Man spürt dann auch, gerade weil jetzt, wir hatten Corona angesprochen, was so lange nicht da war, was halt auch so ein Gemeinschaftserlebnis ausmacht, ne? Also wenn mehrere Menschen dann miteinander ein Erlebnis teilen, also fremde Menschen, die sich ja gar nicht vielleicht vorher je getroffen haben, und dann trotzdem hat man, ich weiß es ja selber vom Konzert, man fühlt sich dann dem anderen dann so nah, weil man einfach einen innigen Moment miteinander teilt. Definitiv. Also die Empathie auch füreinander ist total gestiegen, meiner Meinung nach. Also wir haben auch manchmal Momente, wo ich dann Leute auf die Bühne hole oder irgendwas Lustiges passiert. Ich lese ein Plakat, was total abgefahren oder lustig ist. Und dann gehen wir aufeinander ein und du merkst einfach, dass die Akzeptanz total da ist. Also dass ich jetzt mir diese eine Person rausgepickt habe und dass die gerade jetzt kurz mal ihren Spot bekommt. Das ist jetzt nicht... Da schreien jetzt nicht 100 andere auch noch danach, sondern das ist einfach ein schöner Moment und man gönnt es dem anderen auch. Also das ist wirklich sehr besonders und vielleicht bin ich da jetzt auch gerade so wahnsinnig sensibel einfach geworden und ich habe immer das Gefühl, ich bin in meiner Liebesblase, weil wir auch tatsächlich in unserem Team so wahnsinnig freundlich, herzlich und schön miteinander umgehen. Also das ist Harmonie pur, das klingt schon wirklich sehr kitschig, aber es ist tatsächlich so, wir gehen alle aufeinander ein und jeder ist für jeden da und ich meine, gerade die Tänzer und Akrobaten, die kommen ja aus aller Welt und die haben jetzt hier gerade viele Monate verlassen die ihre Familien und ihre Freunde und man hat sich hier aber so eine neue Familie kreiert und so empfinden wir das alle und dann gehen wir da raus und sind total beseelt einfach jeden Abend. Schön. Und das ist wirklich sehr kitschig, aber es ist wunderschön für uns. Ja, nee, aber das ist klar, also das ist, ich kann es total nachempfinden. Und was ein Privileg, ne? Das, ich glaube, das empfindest du auch so, was ein Glück, Teil so eines Erlebnis zu sein. Weil das ist, also ich meine, die Möglichkeit hat ja nicht jeder, ne? Da, gut, die hast du dir erarbeitet, aber ich meine, sowas auf die Beine zu stellen, kostet auch viel Geld und das muss man erstmal erreicht haben, ne? Definitiv. Also ich weiß das wirklich sehr zu schätzen und ich glaube, das spürt auch mein Team, dass ich das auch immer wieder anspreche, dass ich allen immer wieder bewusst mache, was wir hier eigentlich kreieren dürfen. Wir haben wirklich irgendwo auch so Magie, die wir versprühen dürfen und das machen wir uns alle gegenseitig immer bewusst, damit wir auch wissen, okay, wir ziehen uns da auch gegenseitig einfach immer ein bisschen hoch. Also es gibt natürlich auch Tage, wo der eine oder andere müde ist oder unsere Körper, unser Geist irgendwo auch erschöpft ist. Aber es hilft einfach gemeinsam, sich daran zu erinnern, dass wir unsere Leidenschaft ausleben dürfen und das Tag für Tag und damit irgendwie Menschen glücklich machen können. Das ist ein so großes Privileg und dessen sind wir uns schon auch bewusst. Ja. Aber auch gerade, ich denke, mit den Akrobatinnen und Akrobaten dann von Cirque du Soleil, ich meine, du machst es ja, also ne, du versuchst dich ja auch in dieser Akrobatik und ich glaube, da trifft man sich dann auch auf einer Ebene, was ja, sie sind ja keine Sänger, aber ich glaube, du kannst sie sehr gut verstehen, weil die riskieren ja auch jeden Abend was sie da machen und man kann stürzen. Ich meine jetzt gar nicht gefährlich, aber man riskiert künstlerisch was. Ja, definitiv. Ich bin immer die Erste, die bei irgendwelchen, wenn ich irgendwo Shows sehe, ich bin immer die Erste, die aufsteht, applaudiert wie eine Verrückte, weil ich genau weiß, wie schwer einfach das alles ist, ne? Wie körperlich hart einfach wirklich Akrobatik ist. Also es sieht immer total leicht aus, so soll es ja auch sein, die Leute sollen ja auch genießen. Es soll ja nicht so sein, dass man immer mitleidet mit denen. Nee, das wäre nicht so aber, gut. Nee, aber ich muss wirklich sagen, seitdem ich selber weiß, wie anstrengend gewisse Dinge sind, die auch wirklich vermeintlich einfach aussehen, habe ich da mehr und mehr Respekt und ziehe da jedes Mal meinen Hut. Und tatsächlich kam für mich vor vielen Jahren einfach auch noch der Aspekt dazu, dass ich dabei singe. Oh, da habe ich schon gedacht, wow, 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 was ich mir da jetzt ausgedacht habe. Aber es ist dann irgendwann total interessant zu sehen. Also gerade die ersten Proben sind dann fürchterlich und du denkst dir, da werde ich never ever nie dabei singen können. Also bin ich ja froh, dass es nicht, weil das fragen wir uns natürlich, wie kann die Frau danach singen? Also am Anfang ist es wirklich ein Herumprobieren und du denkst dir wirklich, ich komme da auch wirklich dann immer wieder an den Punkt und ich kenne das ja schon von mir, wo ich dann denke, ja, das haut nicht hin. Und irgendwann nach ein paar Mal schlafen oder der Körper erinnert sich natürlich auch und hat so eine gewisse
Abfolge, die dann wohl nachts irgendwie stattfindet. Ich weiß nicht wieso, das passiert tatsächlich immer über Nacht bei mir. Und am nächsten Morgen komme ich ins Training und es hat macht auf einmal Sinn. Und Boah. Ich, ah ja, da ist der Übergang wieder, der ist smooth und und ich glaube, das geht jetzt doch. Und auf einmal verbindet sich das dann so. Und ich kann mir dann ja jetzt heute auch gar nicht mehr vorstellen, warum ich am Anfang so Probleme hatte. Jetzt singe ich dabei und mache die Akrobatik und denke, ja, das ist es. Doch wunderbar. Das ist doch super, dass ich jetzt so easy durchkomme, genau. Aber das fängt wahrscheinlich immer wieder von vorne an. Also das ist natürlich auch eine Trainingssache. Ne? Wenn du jetzt 3 Monate oder wenn du jetzt wieder ein Jahr oder mehrere Jahre Pause hast und wieder dann musst du wieder im Grunde, nicht von vorne, aber du musst dir das alles wieder erarbeiten. Ja, es ist, also ganz ehrlich, ich bin wie jeder andere auch, es ist schrecklich, dieser Moment, wo man Sport oder Akrobatik, jetzt in dem Fall Akrobatik gesehen, wenn man da wieder nach Jahren, tatsächlich war es bei mir ja auch, das sind Jahre vergangen, ich bin dann das erste Mal wieder hängend irgendwo, also die das ist wirklich anstrengend einfach und da muss man, auch ich muss mir da immer echt in den Po treten und sagen, boah, das ich muss da jetzt durch und Zähne zusammenbeißen, Muskelkater des Todes am Anfang und dann irgendwann, ja, geht's. Oh, das ist ein guter Hinweis an uns alle, weil das kennen wir ja. Ne? Also wir machen in einem anderen Art und Weise Sport als du, aber wir kennen das alles, so diesen inneren Schweinehund. Und aber wir wissen auch alle, wie schön es ist. Also es gibt ja auch diese, selbst im kleinen Sport gibt's, stell dir einfach vor, wie du dich nach dem Spazierengehen, nach dem Joggen. So ist es. Und das ist wirklich so, wenn man sich das vorstellt, weil es ist, ich glaube, jede, also Bewegung hat schon was ganz Tolles. Also du machst es in einem anderen Maße, aber Bewegung ist wirklich gut für den Körper, für den Geist. Absolut, für die Seele, für alles. Ich kann es nur wirklich jedem empfehlen, egal ob es eine Runde wirklich einfach in den Wald oder in den Park spazieren gehen ist oder ein bisschen sich ausdehnen, ein bisschen Yoga, irgendwie so in der Richtung. Es muss ja nicht immer gleich so hardcore sein. Ich glaube, was viele falsch machen oder was ich jetzt immer wieder so raushöre, die Ziele setzt man sich am Anfang einfach viel zu hoch. Also man müsste wirklich einfach mal anfangen, ich gehe eine Runde einfach auch walken. Das reicht ja auch schon. Ja. Und du merkst einfach, wie das so ein bisschen kommt das Blut in Wallung und so ein bisschen atme ich die frische Luft und danach geht es jedem besser. Also ich glaube nicht. Also da würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass sich jeder danach irgendwie so ein bisschen besser fühlt und frisch im Kopf und egal was es ist, aber einfach wirklich sein Körper kurz mal wieder zu spüren. Ich glaube, das tut jedem gut. Aber ich glaube, du bist auch jemand, der gerne in die Natur geht. Du kannst auch einfach mal spazieren gehen. Du musst da nicht jetzt großartige Sportpensum hinlegen. Also du kannst das auch einfach die Natur genießen. Ja, definitiv. Natürlich ist es immer wichtig, so ein bisschen auch auf seinen Körper zu hören und zu schauen, in welcher Phase bin ich gerade. Also es bringt ja nichts, wenn man beruflich gesehen total ausgelastet ist und dann noch versucht in seinem Tag auch noch, wenn man dieses Pensum dann hat, auch noch ein total heftiges Sportprogramm unterzubringen, dann läuft man schon Gefahr, dass man sich da auch irgendwo ins Ausschießt und irgendwie auch das Immunsystem total einfach nur noch mehr schwächt. Also ich glaube, da muss man wirklich einfach zu sich ehrlich sein und sagen, was schaffe ich heute und was würde mir gut tun. Und das ist ein bisschen Bewegung, muss nicht gerade das Krafttraining jetzt von einer halben Stunde oder einer Stunde sein, wo ich jetzt meine Muskeln auch noch zum Brennen bringe, was ja auch total gut tut, aber vielleicht an Tagen, wo man nicht ganz so belastet ist schon vorher, ja. Aber ich glaube, du kennst dein, also allein als Künstlerin so auf der Bühne sich verauszugaben, du bist jemand, wahrscheinlich wie ein Sportler auch, du kennst deinen Körper schon sehr gut. Na klar, man hat natürlich auch in den letzten Jahren ein gutes Körperbewusstsein aufgebaut und auch ich bin ganz ehrlich zu mir oft und sage, nee, heute, ich muss mein Herz jetzt nicht auch noch zusätzlich belasten, es muss ich im Puls von 180, 200 sein, also da gibt es andere Tage, wo ich das, wobei das nie gesund ist, muss ich an dieser Stelle sagen. Stimmt, das ist also nie alles, gesund, was, ne? Nee, bis 200 und das ist ja schon, muss ja nicht sein, also wenn es mal hochschießt, ist okay, aber so dieses Intervalltraining ist natürlich auch sehr gesund für unser Herz, aber konstant auf 200 wäre schon sehr ungesund, ja. Alles in Maßen, ne? Also es ist ja so eine ganz gute, so ist es, ganz, genau. Ganz gute Regel. Ich habe jetzt einige Videos mir angeschaut,
angeschaut und da hatte ich so gute Laune bekommen, weil das war dieser eine Moment, ich konnte mir, du weißt vielleicht schon, es geht in Richtung Fußball, aber gerade weißt du, wir tun uns ja so schwer mit unserer Nationalmannschaft. Wir haben zwar jetzt einen neuen Trainer, Julian Nagelsmann, aber das lief ja alles nicht so gut bei der letzten WM und da gab es ja diese, ich habe es auch live miterlebt vom Brandenburger Tor 2014, wo du mit den Jungs da atemlos gesungen hast. Oh, und was ein Moment, es war alles wieder da. Ich wusste, das war ja auch sowas, was einen mit fremden Menschen verbunden hat. Das war so schön. War das denn für dich auch so schön, wie wir es als Zuschauer empfunden haben? Ja, definitiv. Oh Gott, diese Zeit hat mich ja auch so geprägt. Ich meine, durch 2014, wie du richtig sagst, war das Jahr, wo sich für mich so viel verändert hat. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass Atemlos dann irgendwann so durch die Decke geht und dass ganz Deutschland diesen Song irgendwie kennt. Der eine konnte es natürlich irgendwann verständlicherweise auch nicht mehr hören. Die anderen verbinden damit einfach wahnsinnig schöne Momente und dieser Song gehört auch definitiv nach wie vor in meine Konzerte, in meine Shows. Also es vergingen auch noch bisher keine Show, wo ich den Song nicht gesungen habe. Und es ist immer wieder so ein Aha-Moment, so wo du merkst, okay, alle haben Bock mitzusingen und alle sind gefühlt tatsächlich wieder bei diesem Moment am Brandenburger Tor. Ja. Nee, und es war auch so, also es war wirklich, ich habe es damals auch so empfunden und selbst die Spieler, ja, also die waren ja so, also ich meine, die lagen dir quasi zu Füßen, sie haben zwar gestanden, aber man hatte so das Gefühl, alle lieben dich. Oh, Helene, also es war so es war einfach ein wunderschöner Moment und so, und das ist immer so, ich finde auch so, dass so authentische Momente, die übertragen sich dann auch, ja, also und deshalb war das vielleicht doch alles so ein, hat es halt auch so viel Auswirkungen gehabt, weil es echt war. Definitiv. Ja. War so das schön. Auch einen echten Moment, da können vielleicht viele gar nicht mehr so viel mit anfangen, mit Udo Jürgens, aber Udo Jürgens war ja ein ganz, ganz großer Künstler und ich liebe so echte Momente auch im Fernsehen. Was ich ganz berührend fand, als du Merci Chérie für Udo Jürgens gesungen hast. Boah, ich habe es mir jetzt auch nochmal angeschaut. Ja. Mein Gott, der war so berührt und der hat ja schon viel in seinem Leben erlebt. Aber das hat ihn echt den Boden unter den Füßen weggezogen, habe ich so das Gefühl gehabt. Ja, das war in der Tat auch für mich sehr, sehr berührend. Also ihn dabei zu sehen, wie er Tränen im Auge hatte, wie er das Publikum animiert hat, während dem Song zu applaudieren, weil er irgendwie mit mir so in so einer, in so einer intensiven, in so einem Momentum irgendwo auch gefangen war. Und da hat er komplett auch vergessen, dass er, der Udo Jürgens, diesen Song geschrieben hat, sondern er war so bei mir und hat eigentlich, ich hatte das Gefühl, wie für seine Tochter, bitte applaudiert. Ich finde das gerade so schön und so großartig. Ich habe mich so geliebt gefühlt irgendwie in dem Moment. Das war so ganz, ganz, ganz warm. Intensiv. Und ich werde sehr intensiv, ja. Ich werde den Moment auch nie vergessen. Und Gott sei Dank haben wir diesen Moment eingefangen. Und das wird auch für immer bleiben. Und natürlich die große Legende Udo Jürgens war tatsächlich, war sogar einer der letzten Shows, in der er war. Und dann ist er leider ein paar Tage später gestorben, ja. Nein, das ist, dass man so einen Moment einfängt. Und das ist, ich finde es so beeindruckend, dass es auch, ich habe ja gesagt, so ein Künstler, der so viel auch schon erlebt hat, aber dass es dann doch wieder so Momente gibt und ihr habt ja, und da reicht ja, wie es das Wort sagt, der Moment, ja. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch je zuvor so lange getroffen habt, aber es war dann so ein Moment, der so tief ist. Also dass sowas im Leben, das kann uns ja allen passieren, ja. Das finde ich so schön, dass sowas möglich ist. Ja. Also ich muss sagen, ich habe Udo Jürgens ein paar Mal schon vorher getroffen und ich habe diese Nummer auch schon für seinen Geburtstag, also es gab diese große Jubiläumsshow zu seinem 80. Geburtstag und da hatte ich die Nummer für ihn schon gesungen und ich habe damals schon gemerkt, was es mit ihm macht. Also er hat da auch schon, war auch sehr, sehr berührt und an dem Abend haben viele Künstler für ihn gesungen, gerade seine größten Hits natürlich auf der Bühne präsentiert und ich war damals schon total überrascht und
Ja, einfach, ich habe mich extrem gefreut, dass er die Nummer so, dass er sie selber als so schön empfindet. Deswegen wollten wir das Ganze nochmal als Dankeschön aufgreifen in meiner Show und ich wollte ihm da einfach nur noch meinen größten Respekt zollen und habe mich dafür entschieden, sie nochmal für ihn zu singen, aber direkt auf der Bühne und face to face sozusagen. Ja, und es war, oh. Ja, ich hab dich bewundert, dass ich meine, man hat ja auch dir die Bewegung angesehen, was das mit dir macht. Ja. Aber du, aber ich meine, du musstest ja das Lied singen, ja. Also dass du das so trotzdem so, ja, so souverän und so schön dann gesungen hast. Also da gehört auch was dazu. Ja, ich muss wirklich sagen, ich versuche dann, ich meine, mich erwischt, also ich bin auch nur ein Mensch und mich erwischt es ja sehr, sehr oft auf der Bühne, so im Sinne von, die Emotionen überkommen mich und es gibt auch einen Song, den ich jeden Abend singe, Luftballon, also es gab auch schon Abende, wo ich dann an die Person, die ich verloren habe, gedacht habe oder ich sehe was im Publikum, da hat mich zum Beispiel auch ein Fan total, ja, da hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen, weil sie hat mir ein Plakat in die Höhe gezeigt und darauf stand: Ich habe meine Mutter verloren, aber dafür kam ein kleines Mädchen und ich habe dabei diesen Song gesungen. Und ich bin, also sie wollte mir einfach nur signalisieren, danke für dieses Lied, weil auch das hat mir geholfen. Aber ich, ja, ich habe in dem Moment, da konnte ich dann zum Beispiel nicht gut weitersingen. Also ich habe dabei geweint, gesungen. Das klingt natürlich alles immer nicht so sauber. Und bei Udo war es so, dass ich in dem Moment versuche ich dann wirklich einfach dieses Gefühl ganz nach hinten oder ja irgendwie auch so zu verdrängen, weil ich einfach natürlich möchte, dass ich die Nummer noch schön zu Ende singe. Manchmal gelingt es einem als Künstler und manchmal eben nicht. Und ja. Aber in dem Fall war es wunderschön, dass es dir gelungen ist, weil weil es war ja. Aber da hat er ja nicht mehr viel sagen können. Er war ja so hin und weg. Aber ihr habt bestimmt im Nachhinein habt ihr noch die Gelegenheit gefunden, ja, miteinander darüber zu sprechen, ne? Ja, definitiv. Also ich natürlich versuche ich dann auch in so einem Abend, auch wenn viele Künstler da sind, aber er war so, das war so speziell, dass ich natürlich nochmal hin bin und wir haben darüber kurz gesprochen und er war nach wie vor noch voll des Lobes und wusste gar nicht, was er sagen soll und war einfach nur selber dankbar und das hat mir dann wiederum, ja, das macht schon auch was mit einem, weil man einfach gar nicht mehr weiß, wohin mit seiner Dankbarkeit schon fast, ne? Das ist verrückt, ja. Wie gibt's denn jemand, mit dem du gerne, ich habe gelesen, dass du Sarah Connor sehr verehrst, gäbe es jemand, mit dem du gerne mal ein Duett, weil du hast ja schon mit vielen Menschen ein Duett gesungen, aber gäbe es jemand, der da mit dem du gerne mal ein Duett singen würdest? Oh, da gibt es noch ganz viele. Also natürlich, wenn wir jetzt so international in die Richtung gehen, also wer mich ja in meiner Kindheit absolut geprägt hat und mit der ich bisher tatsächlich noch nie die Gelegenheit hatte zu singen, zumindest mal gesprochen zu haben. Also ich habe Celine Dion Las Vegas besucht und habe mir die Shows angeguckt und wir haben gesprochen. Sie wusste auch, dass ich in Deutschland sehr erfolgreich bin und so, aber trotzdem hat man nur so einen kleinen Smalltalk, mehr auch nicht. Und das war schon immer ein ganz großer Traum von mir, mal mit Celine Dion auf der Bühne zu stehen, wow, und zu singen. Yeah. Ich weiß nicht, gesundheitlich geht es ja, glaube ich, gerade nicht so gut. Ich weiß nicht, ob jemals dieser Traum in Erfüllung geht für mich, aber da bin ich einfach mit groß geworden, auch mit die ganzen Mariah Carey und so diese großen Stimmen. Tatsächlich ist es mit Sarah so, ich habe einen guten Kontakt mit ihr, also wir schreiben uns ab und zu, wir haben uns natürlich auch schon backstage oft getroffen und das ist so eine tolle Kollegin und so eine großartige Sängerin. Ich möchte fast sagen, auch einfach die beste Sängerin, die wir in Deutschland haben. Also ich meine, das ist, wenn ich ihr zuhöre, erfüllt sie genau das, was ich an Songs, einfach die Art und Weise, wie sie singt, wie sie Melodien fühlt, wie sie Texte schreibt. Ich habe ihr das auch schon oft gesagt, das weiß sie auch. Oh, wie schön. Finde ich wirklich einfach einzigartig und wunderschön. Und sie hat auch so oft gesagt, du, wir müssen unbedingt mal irgendwie und lass uns doch mal was zusammen oder auf der Bühne. Also es hat sich einfach noch nicht ergeben. Lad sie doch einfach nach Frankfurt ein, sag, komm doch mal vorbei und dann soll sie auf die Bühne kommen. Genau, ja, ich glaube, also wir sind da beide sehr, ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich. Wir haben schon eine ganz klare Vorstellung auch von was wir zulassen, was geht auf der Bühne, auf was alle nicht. Fälle. Und ja, natürlich wäre das ein schöner Moment, aber ich glaube,
Es ist noch nicht die richtige Zeit für uns. Alles gut. Ich glaube, dass ihr beide auch, ich will nicht sagen perfektionistisch, aber wenn ihr was machen wollt, dann soll es auch gewisse Ansprüche erfüllen. Ich glaube, so seid ihr beide. Genau, ja. So ist also es, ich habe ja schon gehört, du bist vor kurzem in den Niederlanden aufgetreten. Du kannst ja perfekt Niederländisch. Du. 1A, genau. Und ich glaube, vielleicht könntest du zum Abschied einfach jetzt so quasi noch, vielleicht, aber hessisch, kannst du denn so ein bisschen hessisch, weil du bist ja in Frankfurt auch viel weggegangen. Hast du da noch so das eine oder andere hessische Truff? Ich bin ja hier auch in Offenbach groß geworden. Ei, Offenbach, super. Du bist ja in Wörstadt groß geworden, also auch nicht weit weg, ne? Das stimmt. Ja, ich habe in Frankfurt studiert. Also ich kann so busy noch, aber es ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, mein Hessisch. Aber ich werde es nochmal auffrischen für Frankfurt, ich verspreche es. Ja, wir freuen uns wenn alle. Wenn ich dann auf die Bühne gehe. Genau, wir freuen uns. Nee, es wird super. Ich freue mich richtig drauf hier. Oh, das war schön. Jetzt haben wir doch nochmal. Also das klingt voll authentisch, Helene. Also weißt du, wenn ich das so ausspreche, habe ich das Gefühl, ich bin für mich zurückversetzt in die Jahre, wo ich wie heißt denn das mit dem A und das B Hänge, das hier, das Badesalz, die habe ich so gern gehört. Och, Badesalz war super. Oh, die sind genau. So klasse. Also guck mal hier, oder? Also da. So klasse. Und mir geht es ganz genauso, weil ich habe mir das natürlich auch abgewöhnt und irgendwie habe ich immer im Radio, das Gefühl, genau. Ja, es kommt nicht so gut, weil in Hessen ist ja auch in Nordhessen spreche ganz anders die Sprache. Und wenn ich das dann so spreche, habe ich manchmal das Gefühl, ich spreche eine andere. Also es ist komisch. Man will es irgendwie, obwohl es doch so, aber ich merke manchmal, wenn ich ins Gefühl gehe, ich weiß nicht, was du dann kommt es dann doch manchmal raus. Da kommt dann so, ah ja, es ist halt so, ich bin halt Offenbacherin, ne? Offenbacher Mädchen. So. Ach so. Also man muss auch die Leute um sich haben, um dann wieder das rauszulassen oder beziehungsweise das so auch wieder es. Zu fühlen. Tatsächlich wird es mir wahrscheinlich in Frankfurt auch wieder so gehen und ich freue mich wirklich sehr drauf auf die Frankfurter. Hast du denn vielleicht noch einen kleinen, weil wir machen auch noch ein Promo, so ein kleines, ist ja nicht mehr so lange hin, bis die 3 Konzerte stattfinden. Hast du noch irgendwie eine Botschaft? Liebe Silvia, es sind 5 Konzerte. Du sagst immer 3, aber es sind 5 Konzerte. Ah ja. Oh mein Gott, sei mir nicht böse, Helenchen. Ist okay. Vielleicht hast du vielleicht noch für die 5 Konzerte so eine kleine Botschaft für die Hörer, die jetzt sich auf dich freuen. Also, ich kann nur sagen, bringt auf jeden Fall Stimmung mit und trinkt euch schon mal vorher ein bisschen warm mit ein bisschen Appleboy oder Äste. Keine Ahnung. Also ich habe natürlich nichts Spezielles vor, aber wir haben vor, auf jeden Fall die Arena zum Glühen zu bringen und das weiß ich, dass mir das gelingt mit den Frankfurtern und mit den Offenbacher oder wer auch immer daherkommt. Ihr seid alle eingeladen, ich öffne mich und ich bin für euch da. Alles, alles Liebe für dich, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, hat mich sehr gefreut. Alles Liebe auch für euch.